diesem Video erkläre ich Ihnen, wie Sie die Automatikeinstellung einer Beschattung anpassen können. Noch ein Tipp: Wenn Sie schnell im Menü der Solexa 2 navigieren möchten, benutzen Sie am besten Ihren Fingernagel. Im Video wird ein Bedienstift verwendet, damit Sie der Bedienung einfacher folgen können. In die Automatikeinstellung der Steuerung gelangen Sie durch kurzes Betätigen der Einstellungsrädchen oben rechts. Bestätigen Sie nun durch kurzes Anwählen der Zahnrädchen im Kästchen die Einstellung Automatikausgang. Und wählen ebenfalls mit den Zahnrädchen im Kästchen den einzustellenden Ausgang. Speicherplatz 01 steht hierbei für den in der Wetterstation hinterlegten Antrieb. Alle weiteren Funkaktoren werden dann als SP07, 08 und so weiter angezeigt. Begeben Sie sich in das BES-Menü. Dieses steht für Beschattung. In die Untermenüs gelangen Sie jeweils durch kurzes Betätigen der Zahnrädchen im Kästchen. Und um eingestellte Werte zu speichern, müssen Sie die Set-Taste 3 Sekunden halten. Die erste Einstellung, die Sie anpassen können, ist die Helligkeitseinstellung. Diese Einstellung legt fest, welcher Helligkeitswert überschritten sein muss, damit Ihre Beschattung ausfährt. Standardmäßig sind 40 kΩ eingestellt. Mit den Einstellungen Nie reagiert die Beschattung nicht auf eine Änderung der Helligkeit. Und mit BES wird immer beschattet. Speichern Sie Ihre Einstellung, wie bereits erwähnt, mit 3 Sekunden Set. Im Display sollte nun wieder BES und HELL angezeigt werden. Sollten Sie in der Helligkeitseinstellung einen Zahlenwert hinterlegt haben, erscheint nun die Einstellung SORI für Sonnenrichtung. In dieser Einstellung legen Sie fest, aus welcher Himmelsrichtung die Sonne kommen muss, damit die Beschattung ausfährt. Die blinkenden Segmente stehen für die Himmelsrichtungen. Durch Antippen von Nord, Süd, Ost oder West kann dieser Sektor für die Beschattung aktiviert werden. Bestätigen Sie die Einstellung wieder mit Set. Stellen Sie nun die Fahrposition ein, abgekürzt FPOS. Hier stellen Sie ein, wie weit die Beschattung im Automatikbetrieb ausgefahren wird. Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss die Fahrzeit in den Grundeinstellungen definiert worden sein. Wählen Sie eine Position zwischen 0 und 100%. Speichern Sie die Einstellung und drücken Sie erneut nach rechts. Sollten Sie eine Jalousie einstellen, erscheint nun LPOS im Display. Sollten Sie eine andere Beschattung konfigurieren, ist dieser Schritt für Sie irrelevant. Im LPOS-Menü können Sie eine Lamellenposition einstellen, die im Automatikbetrieb angefahren wird. Wichtig hierbei ist, dass in den Grundeinstellungen die korrekte Reversierfahrzeit der Lamellen eingestellt wurde. Die nächste Einstellungsmöglichkeit der Solexa 2 ist die Sensorauswahl. Hier wird eingestellt, ob für den Automatikbetrieb dieser Beschattung ein externer Temperatursensor verwendet werden soll. Dies ist nützlich, sollten Sie Beschattungen in mehreren Räumen verteilt haben. DISP steht hierbei für den Sensor, der im Display eingebaut ist. Des Weiteren können Sie eine Innentemperatursperre einstellen. Die Innentemperatursperre sperrt die Automatik, bis die eingestellte Raumtemperatur überschritten ist. So kann bei kühlerer Witterung die Wärmeenergie der Sonne den Raum aufheizen. So wird die Beschattung zum Beispiel erst erlaubt, wenn jetzt eine Raumtemperatur von 25 Grad überschritten wird. Die Funktion arbeitet zusätzlich mit einer Hysterese von 3 Grad Celsius. Das heißt, die Innentemperatursperre wird dann erst wieder aktiv, wenn die Temperatur unter 22 Grad sinkt. Speichern Sie den von Ihnen eingestellten Wert. Die letzte Einstellung der Beschattungsautomatik ist die Außentemperatursperre bzw. ATSP. Mit dieser Einstellung können Sie bei Unterschreiten einer gewissen Außentemperatur die komplette Automatik sperren. Meist wird dies als Frostschutz verwendet. Speichern Sie und drücken Sie einmal kurz auf den Pfeil zurück. Sie sehen nun den ausgewählten Antrieb SP01 und BES. Wechseln Sie zu SCHL, wie Nacht- und Zeitschließen. NCHT steht für Nachtschließen. Sollte diese Einstellung auf Ja stehen, schließt die ausgewählte Beschattung, sobald der Standardwert von 10 Lux unterschritten ist. Dieser Wert kann in den allgemeinen Automatikeinstellungen verändert werden. Hinter dem Punkt Uhr steckt die Einstellung für das Zeitschließen. Sie können zwei verschiedene Zeiträume einstellen. Um einen Zeitraum zu aktivieren, stellen Sie eine Uhrzeit ein. Wählen Sie einen Wochentag. Ein aktivierter Wochentag ist mit einem kleinen Kreis markiert.
und speichern sie mit 3 Sekunden Set. Während des hier eingestellten Zeitraums wird nun die Beschattung geschlossen. Wenn Sie möchten, stellen Sie nun noch eine Fahrposition für Nacht- und Zeitschließen ein. Wählen Sie die Position zwischen 0 und 100%. Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss die Fahrzeit in den Grundeinstellungen definiert worden sein. Speichern Sie mit 3 Sekunden Set. Wechseln Sie jetzt von Schließen zu Öffnen, um 2 Zeiträume festzulegen, in denen die Beschattung geöffnet werden soll. Die Einstellung der Zeiträume wird genau gleich wie beim Zeitschließen eingestellt. Drücken Sie nochmals für den Frostalarm. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Frostalarm für die Beschattung. Allgemeine Einstellungen für den Frostalarm finden Sie in den allgemeinen Automatikeinstellungen. Speichern Sie mit 3 Sekunden Set. Der Windalarm schützt die Beschattung vor Beschädigungen. Stellen Sie zunächst den Grenzwert ein, der festlegt, wie stark der Wind sein muss, damit die Beschattung in Sicherheitsstellung bzw. einfährt. Standardmäßig ist hier für eine Jalousie 20 km/h und für eine Markise 14 km/h eingestellt. Bei einem Rollladen steht diese Einstellung auf Aus, da dieser unabhängig vom Wind gesteuert wird. Speichern Sie mit 3 Sekunden Set. Stellen Sie dann die Verzögerungszeit ein. Erst nach dem Deckwindgrenzwert für die hier eingestellte Zeit überschritten bleibt, dann greift der Alarm und die Beschattung wird eingefahren. Diese Einstellung sorgt für eine gewisse Ruhe in der Steuerung, da hiermit kleine Böen ausgeblendet werden können. Sollte der Wind nachlassen, so ist werkseitig eine feste Verzögerung von 5 Minuten hinterlegt, bis der Alarm erlischt. Auf dem Wind folgt der Regenalarm. Hier können Sie einstellen, ob der Antrieb bei Regen einfahren soll oder nicht. Die letzte Einstellungsmöglichkeit ist der Automatic Reset. Nachdem Sie Ihre Beschattung von Hand geöffnet oder geschlossen haben, bleibt sie im manuellen Modus. Das heißt, die Automatik ist abgeschalten. Hier können Sie einstellen, dass die Beschattung einmal täglich zurück in den Automatikmodus versetzt wird. Der Zeitpunkt dafür wird in den allgemeinen Automatikeinstellungen festgelegt. Außerdem kann die Beschattung nach Ablauf einer kurzen Verzögerungszeit direkt wieder auf Automatik schalten. Wie lange die Verzögerung dauert, wird ebenfalls in den allgemeinen Automatikeinstellungen festgelegt. Damit ist die Beschattungsautomatik fertig eingestellt.